Und all die hohen Herren halten uns immer noch für dumm, kriegen selber nie den Rücken gerade oder machen ein Finger krumm. Nein, sie füllen sich nur die Taschen und weil niemand hören wollte, kommt, was kommen musste. Die Revolte. Ein Aufruhr geht durchs Land. Die Schuld daran tragt ihr allein, ihr habt es in der Hand. Aber ihr schickt eure Söldner, müsst sie reich entlohnen, damit sie uns zerreißen und niemanden verschonen. Aber er stürmt, wandert doch mal Gerechtigkeit auf Erden. So wollen wir, wie es uns zusteht, unsere eigenen Herren werden. Ja, der Eins wird man sagen, eure Stunde steht, der Bauer hat den König nur vom Feld gefegt. So, es folgt ein Lied über die Energiekrise und wie wir alle am besten sparen können, wie wir uns unterhaken. Krüger ist ein vorbildlicher Bürger, und damit ihr das so wisst, sich heute früh unter der Dusche mit Füße gepisst. Und um noch mehr Wasser zu sparen, ja, ich kann es gar nicht fassen, hat alles andere auch gleich noch aus sich rausgelassen. Jetzt ist der Abfluss zwar verstopft, aber er nimmt Optimist, damit wir gut durch den Winter kommen. Und dann traut sich ohne ihre Maske nicht mehr aus dem Haus. Und kommt hier draußen einer mal zu nah, rastet sie gleich aus. Immer wieder wie sie ihre Dates mit den Anklatzen. Und dann stand er von mir heute über 20 Katzen. Denn mit ihren Standbieren ist man sicherer, sie hat den Morgen raus. Wir stinken, wir verzichten und wir hungern, uns ist kalt. Doch wir sind darin die Besten und es gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Denn wir knabbern am Leben, so wie am kleinen Brot. Oh, oh. Am kleinen Brot. So wird sich mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Geschichte erzählt, wie wir beide uns damals kennengelernt haben an der Uni, im 20. Semester. Ich bin dann irgendwann fertig geworden, du hast noch deine Masterarbeit gesucht. Und du sahst so traurig aus, wie du deiner Mensa über deinem Salat gebrütet hast und ich hab gefragt, was ist denn los mit dir? Und du sagtest, ach weißt du, ich studiere Völkerball und ich komme mit dem Lehrstoff nicht weiter. Heute weißt du natürlich, es heißt Völkerrecht. Du wolltest eigentlich Erzieherin werden und dann hast du festgestellt, die kleinen Biester sind einfach zu schlau für dich. Und so bist du dann zu den Grünen gegangen und warst dann plötzlich Frau Oberstudienrätin. Und ich hab zu dir gesagt, Baby, lass uns abhauen nach Mexiko. Und du meinst, ach, weißt du, ein Land mit Armut, Gewalt, Korruption, das bekommen wir auch in Deutschland hin, lass uns das mal machen. Und seitdem bist du feste dabei. Ich finde, einmal können wir noch, oder? So wird sich mein Herz noch etwas länger
Niemals würde ich die Grünen wählen, noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Das reicht mir immer noch nicht. Das reicht mir einfach nicht. Wir sehen uns garantiert demnächst mal wieder auf der Straße.